Stapelgrößen-Upgrades sind sehr wichtig. Hier haben wir nochmal Drescher. Ah, Drescher MK2. Guck mal, das haben wir nämlich noch nicht. Das müssen wir mal scannen und schreif halten. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Tectonica in der Early Access. Meine lieben Freunde, habe ich mal hier bei dieser komischen Basis, bei diesem komischen Lochbasis einen neuen Stapler für Forschung gebaut. Ich dachte mir, ich baue den einfach mal hier hin, weil wir hier relativ viel Platz nach oben haben, so dass der sich hier halt schön ausbreiten kann. Allerdings habe ich dabei nicht bedacht, dass hier diese Wand ganz schön überhängt und dass ich hier tatsächlich ein Limit habe, wie nah ich den an diese Basis hier ranbauen kann, und oben drauf bauen kann ich ihn nicht. Das heißt, ich musste das dann hier so machen, damit wir einfach fürs Schreifhalten noch mehr Forschungspunkte generieren, dachte ich mir, ist das auf jeden Fall mal eine lustige Idee. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Tectonica in der Early Access reinziehen, was? Direkt überhitzt? Was ist denn da los? Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist, oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles so findet, dass wir das hier so machen. Guck mal, da hat er sich wieder weiter ausgedehnt hier. Sehr nice. Ich glaube, wir müssen ihm hier mal ein bisschen freimachen noch. Genau, was haben wir jetzt noch vor in dieser lustig-launigen Early Access? Weitere Sachen, Schreifhalten, Progress machen. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben ja beim letzten Mal gerade erstmal die Monorail-Schrei gefaltet. Und ihr seht, ich habe hier so einen langen Tunnel gebaut, um meine Forschungsknubbel, meine blauen, hier zu diesem Turm rüber zu lotsen. Der Tunnel geht übrigens geradewegs genau zu unserer Basis. Das ist eigentlich ganz cool. Ist auch vielleicht generell mal nicht schlecht, so ein bisschen so eine Infrastruktur in diese Höhlen zu bauen. Also eigentlich soll man solche Distanzen, glaube ich, mit der Monorail eher überbrücken. Und die müssen wir auch mal bauen. Ich will mal wissen, was das so für ein System ist. Allerdings die Tunnel dafür braucht man ja dann so oder so. Insofern, ja. Was wir auch entdeckt haben noch beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Episode entdeckt haben oder ob wir das dann hinterher im Offscreen-Modus entdeckt haben. Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall haben wir entdeckt, dass man tatsächlich das machen kann, was einige mir auch schon häufiger geschrieben haben, was ich natürlich wieder erfolgreich ignoriert habe. Wir können die bestehenden Anlagen, die wir zwar nicht abreißen und umplatzieren können, aber wir können sie trotzdem benutzen, und zwar indem wir sie ans Stromnetz anschließen. Und dann laden sich zum Beispiel die schon vorhandenen Akkus, die laden sich dann tatsächlich auf und sind dann Teil von unserer Stromlogistik. Das ist ganz cool, weil nicht nur die Akkus funktionieren auf diese Art und Weise dann, sondern tatsächlich auch die Wasserräder und die Generatoren. Und da haben wir hier schon mal so einen Strang nochmal reaktiviert. Man muss dann natürlich die fehlenden Anlagen dann aufbauen, damit die untereinander verbunden sind, ne? Weil das hier ist zum Beispiel ein vorhandenes Wasserrad und da hat halt eins gefehlt an der Stelle. Da muss man dann natürlich das, was fehlt, muss man dann selber hinbauen, weil man kann das hier ja nicht umplatzieren, das lässt sich nicht wegbewegen. Insofern, ja, haben wir das dann einfach mal hier so neu gebaut. Und hier kann man natürlich auch noch weitere Wasserräder dazwischen bauen, ne, wie ihr sehen könnt. Und kann dann hier entsprechend noch die Generatoren auf der anderen Seite mit dazu nehmen. Also wir haben hier tatsächlich jetzt noch Potenziale, die wir noch heben können tatsächlich. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, haben natürlich auch einige, wie gesagt, vorher schon geschrieben. Da habe ich erst gesagt, nee, das geht wahrscheinlich nicht. Weil, wie gesagt, man kann die Anlagen halt nicht entfernen im Löschmodus. Ich versuche das hier gerade. Ja, es geht nicht. Da habe ich halt gedacht, ja, wenn man sie nicht entfernen kann, dann wird man sie auch nicht benutzen können. Ja, falsch gedacht. Weil es hätte mir eigentlich schon ein Hinweis sein müssen, dass man die Interfaces sehen kann, wenn man drauf zugreift auf diese vorhandenen Anlagen. Da wurden ja die Statistiken genauso angezeigt wie bei meinen Anlagen. Aber ich dachte, das wäre halt irgendwie ein Fehler, keine Ahnung. Man muss halt immer erstmal was ausprobieren, bevor man sagt, es geht nicht. So ist es eben. Atlantum-Barren haben wir jetzt nochmal gesteigert, weil hier kam teilweise nicht mehr genug an, um die beiden Anlagen hier für die erweiterten Schaltkreise zu versorgen. Wir haben aber jetzt sehr viele erweiterte Schaltkreise. Jetzt müssen wir uns nochmal hier die Frames rausholen. Nochmal hier, ne, warte, das sind die Förderbänder. Wir brauchen, hier, die Dinger brauchen wir. Genau.
Was habe ich denn da eigentlich noch alles im Inventar? Warte mal, da muss ich mal ein bisschen was weg tun, weil wir brauchen nämlich noch Kupferrahmen. Wir müssen nämlich jetzt mal die Tür an diesem Lastenaufzug, müssen wir die nämlich jetzt mal aufmachen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das jetzt mal machen. Oh Gott, die Kiste hier ist voll mit Biomasse. Warte mal, leg mal hier, genau, leg mal die Biomasse raus und auch mal hier diese Erde, die wir da dabei haben. Leg das mal weg. Und diese komischen Knospen hier, warte mal, die können wir mal hier hinten noch irgendwie einpflanzen. Guck mal, da ist nämlich nichts mehr los. Lass die mal hier einpflanzen, die Knospen. Haben wir hier noch irgendwie einen freien Slot, wo wir was einpflanzen können? Nee, weil da habe ich nämlich auch noch Samen. Egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt eingepflanzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal noch Kupferdinger holen, Kupferrahmen. Und dann setzen wir die mal ein, weil man muss ja für diese Anlagen, um die zu benutzen, das ist ja eigentlich ganz witzig, muss man Produktionsziele erfüllen. Das ist hier in dieser Firma, die das hier alles betreibt, diese ganzen Anlagen, ist das so. Wenn du einen Aufzug benutzen willst, musst du erstmal quasi Produktionsgüter reinstecken. Was irgendwie merkwürdig ist, so rein von der Logik her, wenn ich jetzt so eine Firma wäre und ich würde eine Anlage bauen, die produzieren soll, die produktiv arbeiten soll. Und ich lege meinen Angestellten Steine in den Weg, insofern, dass ich sage, hier ist eine Anlage, die ich scannen kann. Insofern, dass ich sage, was ist das? Irgendwas, keine Ahnung. Etwas, das wir nicht weiter verwenden können, wo wir nur die Einzelteile bekommen. Also, ne, ich blockiere halt meine Angestellten, indem ich sage, okay, hier müsst ihr was reinstopfen, bevor ihr da durchdürft. Und hier müsst ihr und da... Das ist doch voll unproduktiv eigentlich. Was ist denn, wenn ein Angestellter, um seine Produktivität steigern zu können, erstmal in einen anderen Bereich muss und dann kommt er da aber nicht rein, weil er muss ja erstmal diese ganzen Sachen produzieren. Aber das muss er ja dann in einer ineffektiven Art und Weise machen, weil er kommt ja nicht in den Bereich, der seine Produktivität eigentlich steigern würde. Also, das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Ich meine... Letztendlich dienen ja Aufzüge und Infrastruktur dazu, dass du schnell als Arbeiter zu den Bereichen kommst in der Fabrik, wo du dann produktiv bist. Das ist ja der Sinn einer Infrastruktur in einer Fabrik. Ob das jetzt ein Lager ist, eine Maschine oder ein Weg einfach nur, es dient ja dazu, die Gesamtproduktivität zu erhöhen. Aber ich erhöhe ja die Gesamtproduktivität nicht, indem ich Wegzoll erhebe in einer Fabrik. Deswegen macht man das in der Regel ja auch nicht in der Fabrik. Also ich kenne keine Fabrik auf der Welt, wo das so ist, wo erstmal, wenn der Chinese in der iPhone-Fabrik, wenn der erstmal ein iPhone reinstopfen muss in den Behälter, damit dann sich der Aufzug öffnet. Also so funktioniert das, glaube ich, nicht. Also nicht mal in China funktioniert das so, glaube ich. Und das wird ja schon auch immer eher kritisiert, so die ganzen Abläufe da. So, was fehlt uns denn jetzt hier? Ah, nein, sag nicht, ich habe zu wenig Kupfer. Ah, nee, alles gut, da Kupfer habe ich genug. Nee, ich habe zu wenig Eisen, oder? Iron Frame, die kann ich aber irgendwie nicht... Achso, das sind gar keine Iron Frames, das sind die Dinger. Ja, Iron Frames habe ich nie genug, siehst du mal. Kann ich noch welche machen, zufällig? Oh, warte mal, ich kann welche machen. Reicht das zufällig, wenn ich die selber mache? Oder das sind jetzt 100 irgendwas, 120? Das muss ich wieder zurück. Nee, können wir gleich direkt abbrechen, reicht nicht. Müssen wir zurück, das schaffen wir nicht. Und selbst wenn wir es schaffen, ist nicht genug. So wie ich das verstanden habe, sind die Türen ja nur kaputt. Die Terminals sind kaputt und die Türen, ja. Aber bei dem Aufzug hat er das explizit gesagt, dass damit ein Arbeiter den Sektor wechseln kann, muss er die Produktivität gewährleisten. Und dazu muss er eine Art Wegzoll entrichten. In dem Fall ist es tatsächlich nicht so. Auch wenn an den Türen auch teilweise da vielleicht was anderes steht manchmal. Aber er hat das in dem Text, in dem Storytext, hat er das begründet. Genau so. Was da jetzt an der Tür steht und ob das jetzt an dem Aufzug anders dran steht, das ist ja da die eine Sache. Aber in dem Text hat er das so begründet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir gucken mal. Da wird ja wahrscheinlich gleich nochmal ein Storytext getriggert. Da bin ich gespannt. Task inbound. Overtime scaling. Review journal for expansion guidelines to ensure capacity for extreme production terminal upgrades. Standardized sector production quota fulfilled. Freight elevator restrictions lifted. Hier steht's auch nochmal. Excellent work. Produktionsquote erfüllt. We should rest for a while before we depart. I know this reconstruction has been long and difficult. You sound tired, sir. Are you all right?
These limitations in our memories are irritating. I know that much of what I am able to remember was highly classified, but I can no longer recall the intention behind it. Someone was desperate, abusing their power. Something is not as it was. Sir, if you're not telling me something that could help us rescue the crew or get out of here... I understand my duties precisely, Sergeant. Choose your next words very carefully. Hmm. You don't have to keep secrets from me, sir. That's all I'm saying. I can see a few things in this office, but the real prizes are in that warehouse. It might be a while before we can get in there. Genau, also habt das gerade nochmal gelesen, auch der Roboter hat es nochmal gesagt. Das sind die Produktionsquoten, die wir erfüllt haben. Ja, da steht vielleicht dann Reparatur dran an dem Terminal, wahrscheinlich nicht richtig übersetzt oder sie müssen das nur austauschen. Aber storymäßig wird es begründet mit einer Produktionsquote. Also, dass ich eine Quote erfülle, um weiterzukommen sozusagen, ja. Also ja, ist ein bisschen unlogisch, weil wie gesagt, warum sollte man eine Quote innerhalb einer Produktionsanlage erheben? Also nur damit man in einen anderen Bereich kommt, das ist halt ein bisschen sinnlos irgendwie. Aber ja, man will halt hier diesen Gedanken vermitteln, dass halt die Produktivität des Einzelnen irgendwie und Produktivität ist es wichtiger als die Menschen oder nicht oder... Ja, was ist eigentlich wichtig und das ist so ein bisschen der Konflikt hier, der hier versucht wird darzustellen. Hier können wir, glaube ich, noch nicht rein. Was fehlt da? 400 Circuits. Guck mal, die haben wir doch sogar. Und Kühlein, das haben wir doch alles. Wie hat sie gerade gesagt? Da kommen wir wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht rein. Mädel, du hast deine Rechnung ohne diesen Bären gemacht. Guck dir das an. Direkt schreigefaltet. Nice. So, jetzt wird's hier krass, jetzt müssen wir nämlich erstmal scannen. Wir fangen mal hier vorne an. Bevor wir jetzt den Aufzug benutzen, ja, ich weiß, da ist das grüne Pfeilchen dran, scannen wir hier erstmal alles, was hier rumsteht. Vnixel-Schnellbaudoktrin, neuer Eintrag. Okay, das sind Texte, die ich da gerade schreifhalte. Was haben wir denn hier noch? War hier nicht gerade eben noch ein Monitor? Hier ist noch ein Monitor. Neuer Datenbankeintrag, Karawan. Okay. Und zum Schreifhalten ist hier nichts. Was ist hier drin? Ah, guck mal, nochmal erweiterte Anlagen. Das ist natürlich nice. Ja gut, gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Platinen. Da ist doch bestimmt was Cooles dabei. Rucksackgröße, jawohl, nice. Können wir gleich mal gucken, ob wir das Schreifhalten können. Mole P99 planieren. Eine Verbesserung für mein Grabungstool. Und nochmal eine Verbesserung für mein Grabungstool. Das sollten wir auch möglichst zeitnah schreifhalten, dann ist das Ausgraben nicht immer so anstrengend. Was haben wir hier? Datenbankeintrag hinzugefügt, Vnixel Schnellbaudoktrin. Okay, hier haben wir nochmal eine Pflanze. Nebelgras. So, und hier wird es jetzt, glaube ich, richtig interessant. Okay, da kriegen wir jetzt nur Zeug zurück, alles klar. Warte mal, was ist das hier? These are pieces of the Excalibur, right? That giant tunnel borer you drove us all down here in. Yes. Every facility and piece of equipment you see anywhere on Calyx was once a part of the Excalibur. It always seemed unnecessarily complicated to me. Why couldn't we just dig a giant hole and throw everything in it? The Excalibur was designed to have structural pieces removed from it as we descended. Enabling us to industrialize new sectors from the moment of the discovery. Your giant hole strategy would have lacked this sophistication. In entfernter Weise lässt sich das schon mit dem Lift in Sartes vergleichen. Ja, ja, gameplaymäßig lässt es sich damit vergleichen. Aber die Begründung ist eine andere. Bei Sartes ist es ein Vehikel, um Endprodukte zum Verbraucher zu schaffen. Also das, was du in deiner Fabrik produzierst, geht über den Weltraumlift ja zu Fixit und wird dann auf der Erde wahrscheinlich verkauft. Keine Ahnung, was auch immer die damit machen, ja. Das geht halt um die Endprodukte dabei. Hier ist es so, dass du erstmal überhaupt Wegzoll entrichten musst, um selber in die andere Anlage zu kommen. Und ja, wahrscheinlich, diese Produkte werden dann auch irgendwie wieder irgendwo hingeliefert zu einem Endabnehmer. Aber das ist halt ein Wegzoll. Du kommst halt nicht
von A nach B sonst. Beim Weltraumlift wirst du ja in dem Sinne nicht blockiert, du kommst ja trotzdem von A nach B. Ich weiß, du kannst dann mit neuen Technologiestufen weitermachen und so, aber das ist ja in dem Sinne nichts, was dich behindert, trotzdem deine Produktivität zu steigern. Also ja, so ein bisschen, aber es ist schon anders. Das ist schon, also es ist auch ein bisschen unlogischer. Also hier, das hier ist unlogischer. Bei Sardis ist es ein bisschen logischer gelöst, finde ich. Warum sollte man einem Mitarbeiter in der eigenen Fabrik den Weg versperren? Das ergibt halt keinen Sinn, ja. Also, tut mir leid, das ergibt keinen Sinn. So, hier haben wir nochmal Förderbänder und hier können wir nochmal was scannen. Stapelgröße war das und Stapelgröße, alles klar. Stapelgrößen-Upgrades sind sehr wichtig. Hier haben wir nochmal Drescher, Drescher MK2, guck mal, das haben wir nämlich noch nicht. Das müssen wir mal für unseren Tech-Tree alles hier scannen und schreif halten. Gut, sehr gut. Neuer Datenbankeintrag ist erfolgt. So, die haben gerade hier übrigens drüber sinniert, dass diese Teile hier, sind das nicht Wände und sowas? Das sind Teile von einem riesigen Bohrer, der die Leute hier zu diesem Planeten transportiert hat und auch unter die Erde wahrscheinlich. Das sieht mal mehr aus wie Bauteile für eine Wand und so, ne? Das sieht mir mehr aus, vielleicht ist das im nächsten Update dann, sind das dann die Konstruktionsteile für die Räume. Das wäre natürlich schon auch irgendwie lustig. Okay. Das haben wir jetzt hier so weit bekommen, dass wir das erstmal machen können hier alles. Was ist das hier? Ah, da kriegen wir auch nur Teile zurück. Also ich scanne jetzt mal nicht so viel von den Sachen, wo wir nur Teile zurückkriegen. Weil am Ende des Tages macht mir das jetzt nur mein Inventar unnötig voll. Ich würde eigentlich lieber mal jetzt hier gucken, ob wir hier, da hinten ist noch was zum Technik freischalten hier. Sowas braucht man jetzt eigentlich eher. Dass wir ein paar Technologien noch freischalten für unseren Tech-Tree. Dass wir da ordentlich was machen können dann am Ende des Tages. Ich glaube, jetzt habe ich hier auch alles in der Richtung. Mal gucken, was hier in der Kiste noch drin ist. Ah, nochmal Motor, Generatoren sind es. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir ja hier alles soweit erstmal gescannt, oder? Ah, nee, warte, hier die Pflanze noch. Segelfuß, okay. Was haben wir denn jetzt für Technologien? Wir können mal jetzt ein bisschen so eine kleine Schreifhalt-Session hier machen. Weil ich habe ja extra dafür auch nochmal hier die Punkte an Start gebracht, genau. Den Omniscanner. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der wichtig ist, aber wir aktivieren den einfach mal. Kostet auch relativ viel, dann scheint er wahrscheinlich nicht unwichtig zu sein. Monorail-Spannungsspitzen erstmal unwichtig, würde ich sagen, weil am Ende des Tages haben wir noch keine Monorail aufgebaut. Kurbelgenerator MK2, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Stromverstärkung ist relativ wichtig und Spannungsstufe, was macht das? Transformator verbraucht keinen Strom mehr. Ich glaube, das ist ganz gut, weil wir jetzt schon ein paar Transformatoren und damit unser Stromnetz ein bisschen entlastet wird, machen wir das jetzt gleich mal, auch wenn das jetzt vielleicht nur erstmal so ein Bonus gewesen ist. Ich hätte gerne die Rucksackgröße, ehrlich gesagt. Wo war die denn? Rucksackgröße 4. Hier fehlt uns irgendwie noch was. Rucksackgröße 3 haben wir noch gar nicht bekommen. Da habe ich irgendwo was nicht gescannt, wie es aussieht. Und dann kommen wir nämlich so auch nicht an die Stapelgrößen ran. Stapelgreifarm scheint uns nämlich auch noch zu fehlen. Haben wir auch noch nicht. Da müssen wir irgendwo noch rein, wo wir noch nicht drin waren. Keine Ahnung. Biodichte nochmal steigern. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, was man noch machen könnte. 180 Forschungspunkte. Drescher MK2 würde ich jetzt aber ehrlich gesagt vorziehen, weil dann können wir nämlich nochmal den Output der Bioprodukte nochmal steigern. Allerdings nützt uns diese Steigerung auch nichts, wenn wir die Produkte nicht schneller rausgreifen können. Also wir müssen unbedingt mal gucken, wo dieser verdammte Stapelgreifarm, wo der sich versteckt. Da müssen wir mal schauen, das weiß ich leider nicht. So, ansonsten war es das, glaube ich, erstmal jetzt mit Freischaltungen. Dann können wir jetzt ja noch in den Aufzug und mal nach oben fahren. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da jetzt zu finden ist. Ich hoffe, ich komme dann auch wieder zurück. Ich hoffe, das ist jetzt kein One-Way-Ticket. Oh. Standby. Gibt eine schwere Fracht gibt es für die vollständige Implementierung des Frachtaufzugs, okay? Jetzt bin ich mal gespannt. It's good to see that the self-repair routines on the elevators have kept them as intact as the production terminals. Colonel, just tell me. Do you think we're going to find anybody else? Yes. If nothing else, I believe Pacific is alive. Flag officer restrictions could not be maintained on these elevators if their vital signs did not remain. However, the emergency code I used to initialize the elevator, the Phoenix Protocol, was an option of last resort.
It was created to function only if less than 5% of the entire expeditionary force could be detected within Kalex. 5%? I do not know why. But there is no doubt now that very few of us remain. So, they're gone. They're really gone. My entire crew. And the quota is an even greater mystery. To expect such a small remainder of our forces to uphold so much production. It is as if Command had some expectations that this could happen. But why? Warning. Uh-oh. Mechanical integrity failing. System, halt elevator! Breaker, search the panel for a manual brake lever. Hold on. It should be. Override. Almost. Wait. Sparks. Sparks. Sparks? What? Quickly, find something to hold on to! Sparks. I can save you. Oh mein Gott, alter Schwede, ey. Integrity failure corrected. Alarm state deactivated. Returning to origin for analysis and self-repair. Sergeant, was ist das für ein Message? Speaking to you. I don't know. I've never heard it talk like that. Or say my name. Or say anybody's name. We are alive because of it. No. No, there has to be an explanation. We have to take it apart. Breaker, I want you Sergeant, to- Sergeant, we must put this aside. We are not safe here. When the elevator stops, we will exit. We will okay. find the answer to this together. You are not alone. Alles klar, na, das war ja mal ein Nothing Burger jetzt. Also wir haben rausgefunden, dass der Aufzug mich nicht nach oben transportieren will. Irgendwie, dass er den Namen von der Frau kennt, die in dem Kubus eingeschlossen ist. Your report, Sergeant. For now, it seems like we won't be going anywhere. The self-repair we were so enthusiastic about looks like it'll be starting over from scratch. Was? So long as it is making progress, I suggest we use the time to continue developing our manufacturing capacity here. It may be of benefit to us in further sectors. Agreed. Remain prepared. It will be time before you know it. Ah, ich glaube, das kann das sein, dass das gerade einfach nur ein cleverer Storyweg war, um einfach zu sagen, hier an der Stelle geht es noch nicht weiter. Das geht dann erst später in der Early Access weiter, wenn wir die Story weitergesponnen haben. Ich glaube, das ist so das Ding gewesen gerade, dass sie einfach so eine Fehlfunktion da reingeschrieben haben in die Story, damit das da auf eine begründete Art und Weise erstmal nicht weitergeht, glaube ich. Weil ich meine, hier steht jetzt Maximum Level, das sieht jetzt nicht so aus, als würde ich da jetzt nochmal eine Stufe machen müssen oder reparieren müssen oder so. Und ja, das meiste von den wichtigen Sachen haben wir jetzt ja hier eigentlich bekommen. Da sind wir ja teilweise schon am Ende der Forschungskette teilweise angekommen. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, schon relativ nah an dem dran, was man als Ende des aktuellen Umfangs bezeichnen könnte. Aber noch nicht ganz, wie gesagt. Uns fehlen halt zum Beispiel noch die Stapelgreifarme. Oh, was war das laut, Alter? Der Text, den die sich gerade da um die Ohren geballert haben und die Soundeffekte. Ich muss das im Video, muss ich das alles ein bisschen leiser machen. Genau. Nee, dann haben wir ja trotzdem noch die Schreifhaltungen, die da jetzt links stehen, die ganzen Aufgaben und so. Wir haben zum Beispiel noch die Versorgung von Tür RL3216. Die müssen wir mit Kühlsystem und erweiterten Schaltkreisen ausstatten. Das ist zum Beispiel die eine Aufgabe. Ich gehe mal jetzt hier lang. Wir gehen mal wieder zurück zu unserer Hauptbase. Kommen wir hier überhaupt zurück zur Hauptbase? Ich glaube, irgendwie sind wir hier lang gekommen, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gesagt. Wir müssen mal noch eine von diesen Türen aufmachen. Irgendwo ist noch dieser Filtergreifarm, den wir noch dringend brauchen. Weil ohne den kann ich halt keine Stacks rausgreifen. Nicht Filtergreifarm, was erzähle ich denn? Stackgreifarm meine ich natürlich, der die Stacks rausgreifen kann. Wenn wir keine Stacks rausgreifen können, können wir die Menge nicht steigern, die abgeführt wird aus den Anlagen. Und teilweise überproduzieren die Anlagen jetzt mittlerweile schon die Items, sodass wir da gar nicht mehr das steigern können noch. Mit dem Omniscanner solltest du die Sachen jetzt finden können. Omniscanner, okay, was brauche ich denn für einen Omniscanner? Omniscanner, hier guck mal, kann ich einfach direkt machen.
Neue Frequenz entdeckt. Ah, guck mal. Ah, ja. Da werden Sachen angezeigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das genau funktioniert, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Okay, warte mal. Gib mir mal hier mein Tool. Wir müssen uns mal hier irgendwie mal durchbuddeln, glaube ich. Warte mal, ich muss mal hier den Radius mal anders machen, dass es nicht so schnell überhitzt. Ich will ja nur mal hier oben ein bisschen die Decke frei machen, dass ich hier lang kann. Pass mal auf, das ist wahrscheinlich sowieso in irgendeiner Einrichtung drin. Da kommen wir bestimmt noch nicht so ohne weiteres dann ran. Ich meine, da hinten auf dem Radar, die grünen Punkte, das sind ja irgendwelche Geräte und Anlagen. Insofern muss da ja irgendwas sein eigentlich da hinten. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist ja auch ein Höhlensystem rechts daneben. Ja, genau hier. So, guck mal. Wenn wir jetzt mal hier lang gehen. Wo war das jetzt? Nehmen wir nochmal den Scanner. Ich check's gerade ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich das Ding benutzen soll. Ich muss anscheinend eine Frequenz einstellen. Ah, guck mal hier. Ja, letztendlich, ich glaube, um diese Sachen zu finden, müssen wir, glaube ich, einfach nur in die Anlagen rein, die wir noch nicht aufgemacht haben. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Ich glaube, die Sachen, die wichtigen Sachen werden nicht einfach irgendwo in der Gegend rumliegen. Ich glaube nicht, dass ein Stapel Greifarm einfach irgendwo in so einer Höhle liegt. Das betrifft ja eher die Standard, die Anfangsgeräte, die einfach so in der Pampa rumliegen. Alles andere ist ja immer hinter einer Tür oder so. Würde ich jetzt mal unterstellen, sonst wäre das ein bisschen komischer Progress. Sonst könnte man sich ja ganz easy einfach zu bestimmten High-End-Produkten oder Maschinen einfach hingraben. Das wäre irgendwie Schwachsinn. Deswegen, ich vermute mal ganz stark, wir müssen da jetzt nochmal ein bisschen Gas geben mit den Schreifhaltungen. Wir haben ja noch, können wir mal gucken, 300 Prozessoreinheiten und 800 erweiterte Schaltkreise sollten ja eigentlich im Bereich des Möglichen sein. Gucken wir mal, hier sind unsere Prozessoren drin, da können wir schon mal einen Stack rausnehmen jetzt. Und mal hier, warte mal, ich hätte gerne den anderen Scanner wieder, irgendwie, der macht mich irgendwie kirre, dieser Scanner, ich weiß auch nicht, da ist zu viel Interface im Bild, das mag ich immer nicht, wenn so viel Interface im Bild ist, da kriege ich immer Würgereflex irgendwie, wenn da die Hälfte von meinem Bild irgendwie mit so einem komischen Balken da voll ist, keine Ahnung. Hier, genau, warte, hier muss ich hin und hier müssen wir mal das noch rausnehmen. Genau, wie viel haben wir davon jetzt? Wir haben davon knapp 800. Wenn wir noch ein bisschen warten, bis noch ein bisschen mehr zusammengekommen ist, haben wir tatsächlich 800 zusammen. Weil dann würde ich nämlich mal auf die Suche nach dieser Reparaturtür HA76 gehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nämlich nicht mehr genau, wo die war. Da müsste man vielleicht nochmal... Kann man sich das anzeigen lassen irgendwie? Markieren auf der Karte oder so? Für Victor, für die nächste Victor-Stufe brauchen wir auch wieder 500 fortschrittliche Schaltkreise. Nochmal 9... Der Rest ist eigentlich easygoing davon. Den kriegen wir eigentlich gut hin. Außer vielleicht die Sprengladungen. Die könnten vielleicht ein bisschen problematisch sein, die 500. Da müsste man eigentlich nochmal eine Produktion aufbauen so an sich. Haben wir's. Es dauert wieder ein bisschen länger, bis hier was kommt, kann das sein? Ich muss mal die Barrenproduktion überprüfen. Ich hatte die vor Beginn der Episode, vor Beginn der Aufnahme nochmal stabilisiert, ist die ein bisschen zuverlässiger noch produziert und auch nochmal leicht gesteigert. Aber ich glaube, da ist schon wieder ein bisschen der Wurm drin. Mal gucken. Ja, das ist hier übrigens dieser Versorgungstunnel, den wir aufgebaut haben, um die Barren entsprechend drüber zu der Verarbeitung zu schaffen, wo wir dann die Schaltkreise draus herstellen. Die laufen aber alle hier, die schmelzen. Also das sieht eigentlich soweit gut aus. Da könnte man hier sogar noch eine hinstellen vorne. Vielleicht noch mal so eine Stufe 2 Schmelze. Da hatten wir doch jetzt auch welche bekommen, oder nicht? Hatten wir da nicht welche bekommen? Oder beziehungsweise die können wir jetzt bauen. Aber die brauchen Energie, ne? Ich meine, ich probiere einfach mal eine zu bauen. Ich glaube, die brauchen Strom jetzt tatsächlich. Oh, das kostet fortschrittliche Schaltkreise. Na toll. Gut, dann habe ich gerade fortschrittliche Schaltkreise dafür verbraucht. Aber egal. Was auch noch dringend fehlt in dem Spiel, ist die Fähigkeit oder die Möglichkeit, Anlagen einfach zu ersetzen. Also du kannst momentan Bänder, Greifarme, Anlagen kannst du nicht durch die nächsthöhere Stufe ersetzen. Das ist irgendwie noch ein bisschen nervig. Ach du meine Güte, dauert das lange, diese Schmelze zu craften. Bis dahin bin ich ja schon 5-mal gestorben. Nee, warte mal.
Na, kann nebenbei laufen, aber ich glaube, dann gehe ich lieber erstmal nochmal zurück und greife mir nochmal ein paar erweiterte Schaltkreise raus und versuche diese Tür zu finden. Ich finde ja auch, dass es die Atmosphäre ein bisschen kaputt macht, wenn der ganze Text im Bild ist. Ja gut, das ist der Untertitel. Oder was meinst du jetzt konkret? Du meinst jetzt den Storytext? Ach so, nee, du meinst links die Aufgaben. Das stimmt, ja. Ich frage mich, ob ich das irgendwie ein- und ausblenden kann. Also, das habe ich mich auch schon gefragt, tatsächlich. Ich meine, für mich ist es nicht ganz so störend, weil links, was links steht, habe ich ja schon öfter mal erklärt, das sehe ich eh nicht so krass, weil ich konzentriere mich eher auf die rechte Hälfte des Bildschirms und nicht auf die linke tatsächlich. Deswegen sehe ich da viele Sachen oft nicht sofort. Ihr seht die manchmal sogar schneller als ich. Einfach weil mein Sichtfeld da nicht so fokussiert ist an der Stelle. Aufgrund meiner Sitzposition und der Art, wie meine Bildschirme angeordnet sind, sehe ich das nicht sofort. Das ist halt immer... Jetzt haben wir die 800, oder? Warte mal, nochmal sortieren. Ja, jetzt haben wir die 800, okay. Braucht mir jetzt noch irgendwas? Warte mal. 300 Prozessoreinheiten, 800 erweiterte Schaltkreise. Nee, alles gut. Genau, links die Aufgabentexte, genau. Ja, die stören mich jetzt nicht so krass, aber ja, wenn ich Thumbnails erstellen will aus den Episoden, dann ist das teilweise dann doch schon auch ein bisschen störend, wenn das so dominant im Bild ist immer die ganze Zeit. Das stimmt schon, ja. Ich weiß nicht, also da steht ja auch immer weitere Aufgaben. Ich weiß nicht, das könnte man auch schöner einblenden irgendwie, keine Ahnung. Oder vielleicht wirklich so eine Aufgabenseite einfach machen. Keine Ahnung, dann steht da links vielleicht irgendwie, du hast 5 Aufgaben und dann vielleicht die wichtigste auflisten und alle anderen dann eher in einem Untermenü vielleicht abrufbar machen oder so, keine Ahnung. Also, ja, da gibt es bestimmt noch elegantere Lösungen, interface-technisch. Aber da sieht man auch wieder, ein gutes Interface gut hinzukriegen, ist eben nicht so einfach, ja. Das ist immer die größte Baustelle. So, hier meinte ja noch jemand, hier hätte ich irgendwie was nicht mitgenommen oder nicht gescannt. Ach, das hier ist, glaube ich, gemeint. Da können wir ja gleich mal den neuen Scanner mal ausprobieren, ob ich damit solche Sachen auch scannen kann. Irgendwie ja nicht so. Ich check's irgendwie nicht. Warum kann ich damit jetzt nicht... Warte mal. Kann ich denn einen normalen Scanner nochmal machen? Weil irgendwie... Mit dem Ding kann ich irgendwie nicht scannen, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau warum oder wieso, ich kann mit dem Ding irgendwie nicht scannen. Ich weiß nicht, wie es geht, keine Ahnung. This locker is empty, but the scanner can pick up molecular traces from things it had in it previously. Even if they don't unlock new technologies, scannable objects like these can round out your databank with background information. Keep an eye out for them. Okay, dann war das, was ich nicht gescannt habe. Irgendwelche Datenbankeinträge, die jetzt ergänzt wurden. Was haben wir denn da jetzt ergänzt? Haben wir da zufällig irgendwas ergänzt, was vielleicht... Also beim Stapelgreifarm hat es mir schon mal nichts gebracht. Hä, wo waren denn da... Wo ist denn diese Tür, von der da die Rede ist? Ey, ich check's gerade nicht. Welche Tür? Welche ist denn diese H76? Wo war die denn nochmal, ey? Das ist auch so ein Punkt. Man müsste das markieren können, die Sachen. Also man müsste diese konkrete Aufgabe jetzt, da müsste ich konkret mir einen Marker für diese eine Sache setzen können, dass ich genau weiß, wo diese Tür ist. Weil jetzt muss ich halt ewig danach suchen. Also ich meine, gut, vielleicht geht das irgendwie und ich habe es einfach nur nicht geschnallt. Es wurde aber meines Wissens nach nicht erklärt, dass es sowas gibt. Bei dem Wasserwerk, war das die Tür direkt vorne? Hatten wir die nicht schon aufgemacht? Ich guck da nochmal hin, ja, aber hatten wir die nicht schon geöffnet, die eine Tür da? Ich finde ja die doppelte Toolbar und die Leiste mittig oben schon anstrengend, von der Aufgabenliste nicht zu sprechen. Ja, das Interface ist eindeutig überfrachtet. Auch das mit den Leisten, ja, das haben sie sich von Sardis abgeschaut mit den Leisten, aber sie haben es halt nicht so gut umgesetzt, weil du kannst die Leisten nicht mit dem Mausrad durchscrollen, wenn du drückst, du musst halt immer STRG und die Nummer drücken jedes Mal. Das bremst einen dann eher aus, keine Ahnung. Naja, egal. War das hier? Ah, das war die Tür hier, oder? War das die Tür? Nee. Das war doch, das war die Tür hier, genau. Hatten wir die noch nicht aufgemacht? Ich dachte, die hätten wir schon. Okay, habe ich mich geirrt. Ach so, da oben ist... Wir hätten auch einfach von oben reingekommen. Okay. Hä, war da schon immer da oben die Decke eingestürzt? War das hier von unten? Hä?
Da kommt man aber nicht durch. Oder irgendwas konnte ich aber gerade scannen. Hä? Ich kann das Ding hier scannen. If this rock had fallen on the facility from above, the protection zone around the structure would have held it in place until it could either be pushed away or drilled apart. For it to have punched through like this, the weight would have had to slowly penetrate the protection zone over. Honestly, I don't know how long. A lot longer than we were gonna be here. Hm. Also sie philosophiert hier jetzt gerade, dass das vielleicht, dass wir doch länger hier sind als gedacht, wenn das so viel, so lange Gewicht ausgeübt hat auf die Deckenstruktur da, okay. Naja, wir wissen ja nicht, wie lange wir, seit wir aufgewacht sind, kann ja theoretisch, können ja 100 Jahre vergangen sein. Es sieht ja auch eher alles aus, wie als wenn hier 100 Jahre vergangen sind. Also das ist ja alles hier irgendwie verrostet, runtergekommen, eingestürzt teilweise. Die Gabel hängen hier runter, das sieht ja mehr aus wie, weiß ich nicht, ne, als wenn wir hier locker 50 Jahre irgendwie verbracht hätten. Das ist aber auch eigentlich komisch, dass keine Jahreszahlen irgendwo zu sehen sind, ne? Also bei den ganzen Dokumenten müsste man ja eigentlich auch mal eine Jahreszahl bekommen, wann die Einträge gemacht wurden hier. Wir scannen ja ständig diese PCs. Datenbankeintrag hinzugefügt, die Expedition. Akkumulation Stufe 3, okay. Kühldichte 3. Auch sicherlich nicht unwichtig. Hier ist noch was. Wieder ein Dokument wahrscheinlich. Wellenträger. Warte mal, war da noch was zum Scannen? Vielleicht hier oben drauf noch. Kommt man denn hier irgendwie nach oben? Nee. Okay. Ja, haben wir hier schon wieder alles. Aber da war jetzt nicht der Stapelarm dabei. Der war nicht dabei. Immer noch nicht. Warte mal, wir hatten doch hier hinten noch eine Tür. Da war doch noch eine Station. Entschlüssele Signal FH-2, indem du ein unbekanntes Ausrüstungsteil baust. Und besitzt ein unbekanntes Ausrüstungsteil. Hä, aber wir haben doch den neuen Scanner, haben wir doch schon gemacht jetzt. Was ist denn ein unbekanntes Ausrüstungsteil? Da müssen wir das vielleicht noch freischalten auch. Ein unbekanntes Ausrüstungsteil. Hier kommt man bestimmt auch noch irgendwie rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal hier gucken. Hier ist eine Tür, die geschlossen ist. Safe Print deaktiviert steht da gerade. Okay, hier drüben ist der eine Eingang. Waren wir da nicht auch schon? Da hatten die... Ah, da waren die Monorail-Tracks, die gefehlt haben. Okay. Ja, ich glaube, das ist die letzte Tür, oder? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht muss ich doch noch mal ein bisschen die Nebenhöhlen noch mal absuchen. Gucken, ob da noch irgendwo eine Anlage ist, die wir noch nicht entdeckt haben. Irgendwas fehlt uns noch. Irgendwo fehlt uns ein Raum oder eine Anlage. Irgendwas fehlt uns irgendwie noch. Das ist hier... Hier ist nichts. Okay, ist einfach ganz viel nichts hier unten. Irgendwo fehlt uns noch ein Raum oder eine Anlage oder irgendwas. Laut Liste sind es noch mindestens zwei, ja. Ich meine, das oben ist ja immer der Sektor-Progress. Da ist eine Tür RL3216. Wo ist die denn nun wieder? Da brauchen wir ja auch Advanced Schaltkreise und Kühlsysteme. Aber wo ist diese verdammte Tür? Ach, die war die in, da war, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Die ist bei dem Loch, glaube ich. Da war noch eine zweite Tür, wo wir nicht reinkamen. In der einen Station, in der einen Basis. Und da hatten wir das, glaube ich, gebraucht. Ohne Witz, ich glaube, da war das. Okay, wie viel Advanced-Dinger brauchen wir da? 220, na gut. Da müssen wir mal gucken. Das müsste ja eigentlich bald produziert sein hier. Ich stecke jetzt einfach mal, warte mal, ich stecke jetzt hier einfach mal die Dinger rein. Und lasst das hier mal jetzt durchproduzieren einfach. Damit hier jetzt einfach das bisschen schneller geht, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Dann machen wir in der nächsten Episode, gehen wir dann einfach mal dahin. Ich glaube, das war da. Ich glaube, das war da. Und an der Stelle endet diese Folge Techtonika. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Techtonika, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung.
Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao.